Mein lieber Zwilling, für Sie habe ich beinahe das beste Horoskop überhaupt, denn Merkur, der Planet, der das Jahr regiert, ist auch Ihr ganz persönlicher Planet und natürlich wird er dann für Sie zuerst sorgen. Sie stehen also ganz vorne beim Glück. Was Ihre beruflichen Aussichten betrifft, sieht es so aus. Sie werden Ihre Antennen noch weiter ausfahren. Und damit hören Sie zuerst, wenn irgendwo eine neue Stelle frei ist oder etwas los ist. Sie werden also regelrecht von den Sternen verknüpft, bombardiert mit Informationen, die Sie dann ausnutzen können und damit erfolgreich sein werden. Die Liebe ist beinahe noch besser. Denn Anfang April, also sozusagen noch ganz am Anfang des Jahres, betritt Venus Ihr Tierkreiszeichen und bleibt dort ganz lange. Und wenn Venus in ein Tierkreiszeichen geht, dann bekommt man die Kraft von diesem Planeten, der Schönheit und der Liebe. Sie werden also großartig ankommen und einen tollen Frühling und Sommer erleben. Was es zum Punkt Gesundheit zu sagen gibt, ist Folgendes. Sie haben dank Merkur und dank Venus gute Aussichten. Sie bleiben gesund und trotzdem übertreiben Sie nicht. Machen Sie manchmal langsam. Gehen Sie nicht jeden Abend aus, unendlich lange. Passen Sie einfach ein bisschen auf sich auf und alles wird wunderbar.